Wenn die Facebook-Gemeinde weiterhin so rasant wächst wie bisher, wird die Mitgliederzahl noch dieses Jahr die Milliardengrenze erreichen. Ist das nun eine Chance oder eine Gefahr für kirchliche Jugendarbeit? Thomas Merz ist Theologe und ein aktiver Facebook-Nutzer. Kann es sich ein kirchlicher Jugendarbeiter heutzutage leisten, nicht bei Facebook zu sein? Oh, ich glaube durchaus. Ich glaube nicht, dass alle Jugendarbeitenden heute auf Facebook präsent sein müssen. Es scheint mir sinnvoll, dass Jugendarbeitende das sind, dass Stellen präsent sind, aber nicht, dass das zwingend alle müssen. Welche Chancen bietet Facebook für kirchliche Jugendarbeitende? Ich würde sagen, eine der wichtigsten Chancen ist vermutlich, dass man eben Kindern und Jugendlichen in ihrem Alltag begegnet und damit eben auch feststellt, wo die wirklichen Fragen, die Schwierigkeiten sind, die Jugendliche haben, und darauf dann eben auch in Gesprächen Bezug nehmen kann. Wird Facebook in der Jugendarbeit heute schon häufig genutzt oder ist es eher noch die Ausnahme? Nach meiner Erfahrung wird eigentlich Facebook in der Jugendarbeit doch recht gut genutzt. Gerade Jugendarbeitsstellen gehörten eigentlich zu den ersten Stellen, die auch dieses neue Medium entdeckten und versuchten, das auch sinnvoll konstruktiv zu nutzen. Wie verhalten sich Jugendarbeiter bei Facebook? Wie nehmen sie sie wahr? Sind ihnen positive, negative Beispiele präsent? Ja, also was aus meiner Sicht sehr spannend ist, und ich glaube, das ist auch eine sehr sinnvolle Form, dass einfach viele am Ausprobieren sind und versuchen, dieses Mittel konstruktiv zu nutzen, daraus auch Schlüsse zu ziehen. Und das erlebe ich eigentlich als sehr sinnvoll. Wollen denn Jugendliche überhaupt bei Facebook mit Jugendarbeitenden konfrontiert werden? Empfinden sie das nicht ein wenig als eine Anbiederung? Meine Erfahrung ist eigentlich die, dass recht viele Jugendliche durchaus schätzen. Und sie haben ja auch die Möglichkeit, jetzt beispielsweise auf Facebook oder auch bei anderen sozialen Netzwerken einen Kontakt abzulegen. Es scheint mir wichtig, dass man eben nicht so gewissermaßen mit einer Mentalität auf Facebook kommt, so jetzt schaue ich da einmal zu und hin und wieder sage ich euch dann, wie es wirklich ist. Nicht alles ist gut, was bei Facebook passiert. Manche Jugendarbeiter haben Angst vor Gefahren wie Cybermobbing. Wie kann ich als Jugendarbeiter solche Eskalationen verhindern? Wenn wir gerade so dieses ganz konkrete Beispiel anschauen, Cybermobbing, dann gibt es eigentlich eine ganz zentrale Grundregel, die wichtig ist und sagen kann, wer irgendwo Mobbing entdeckt, muss das weitermelden. Entweder der Betreiberseite oder jetzt in dem Fall, wenn man Leute kennt, dementsprechend Jugendarbeiter oder der Lehrperson. Ganz wichtig ist sofortiges, rasches Handeln und rasches Informieren der Betroffenen, auch oft diese Betroffenen eher bei Mobbing im Internet nicht, dass sie betroffen sind. Und das ist eine ganz wichtige Grundregel. Facebook als Medium setzt auf kurze Reize. Viele Forschungen weisen darauf hin, dass Personen, die regelmäßig bei Facebook sind und sich diesen kurzen Reizen regelmäßig aussetzen, Mühe haben, sich zu konzentrieren für längere Zeit. Können Sie das auch beobachten? Ich glaube, das ist natürlich eine ganz grundlegende Herausforderung der Mediengesellschaft überhaupt. Und da glaube ich, das ist tatsächlich etwas, was wir lernen müssen. Das sind natürlich nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene lernen müssen, eigentlich beide Seiten auch zu leben, zum einen rasch, schnell zu reagieren, schnell auch zu scannen, wo gibt es etwas Neues, worauf muss ich reagieren, wo soll ich mich darauf einlassen, und dann aber auch immer wieder auch sich Zeit zu nehmen und dann zurückzuschalten, etwas ruhig zu werden, über gewisse Fragen länger vertiefter nachzudenken. Beides, glaube ich, gehört zur Mediengesellschaft dazu.